Hallo meine lieben Freunde, ja ich sitze hier im Wohnzimmer, ist schon krass, dass man mich mal hier in dieser Location sieht, weil ich bin beim Tommy und wo ist er wieder? Keine Ahnung, aber wir wollen euch heute ein kleines bisschen entführen und zwar wir waren im Zoo, im Augsburger Zoo, wir haben wirklich die Tiere besucht und hatten einen mega Spaß und nicht nur wir hatten den Spaß, sondern auch die Tiere und wir nehmen euch jetzt wirklich mit, wir sehen die ganze Emotion nicht nur von uns, sondern wirklich von jedem einzelnen Tier, es sind verschiedene Tiere und wir waren selbst überrascht, wie die Tiere darauf reagieren, dass wir dort Musik machen. Wir nehmen euch mit, wir ziehen euch mit, ich habe voll Bock drauf und Tommy, wo ist der? Warum haben wir hier eigentlich Boxer? Entschuldigung, also sollen wir das gleich auflösen, oder? Schaut es mal an, wir sind total grün und blau, weil wir haben uns vorher noch eine Action gegeben. Wir haben ein bisschen Sparring gemacht. Und Boxweltmeister, ja. Die Bewohner des Tierparks. Kann ich nur bestätigen. Denn er ist echt gut. Diesen ganz besonderen Einsatz für uns begleitet. Nanu? Das sind die Robben. Oder sind das Seehunde? Ich hab gedacht, das ist und der Tiger. Kennst du die Tiere schon aus? Denn so musikalischen Besuch hatten die Zootiere schon lange nicht mehr. Stimmt, oder überhaupt. Aber wie kam das Duo denn dazu, ein Konzert für Tiere zu geben? So schön, gell? Auf die Idee ist wirklich mein Bassist kommen, der Thomas Silbemeier, der sagte, hey Tina, was weiß ich schon davon, wenn wir einfach mal zu den Tieren in den Zoo gehen und da ein bisschen für Stimmung sorgen, weil die Tiere haben ja überhaupt keine Ansprache, genauso wie die Kultur auch still steht. Hier steht ja alles still seit Corona und dann habe ich gesagt, da bin ich natürlich dabei. Ach, der sitzt auf meinem Basskoffer. Ja, voll geil. Der hat ja draufgeschissen. Aber das war schon auch cool, gell, als die dann plötzlich, also das haben sie ja ganz komisch gemacht, waren so ein bisschen skeptisch. Da kommen sie alle, da kommen sie. So quasi, was wollen die denn? Genau. Also wir müssen vorweg sagen, dass die Tiere ja die ganze Zeit über, die ganze Corona-Zeit über keine Besucher hatten. Also bei den Pavianen war es richtig krass, ja. Die haben sich so richtig interessiert, wer kommt denn da jetzt? Pass auf. Ja, als sie dich gesehen haben, haben sie ja schon so ein Lebensgefährten. Danke. Die haben gesehen, was der Tommy ist, der gehört doch zu uns. Genau, und dann sind die alle angestimmt, Leute. Das war so geil. Und die haben sich alle einen Platz gesucht, gell? Also jeder war irgendwo gesessen und war so in erster Reihe so. Schau mal, wie die da süß saßen und zugeschaut haben. Einmaliges Publikum. Aha. Die Affen waren total süß und Geschrei war, also die sind ja richtig abgegangen. Und klar, die Tiere verhalten sich unterschiedlich. Erstmal Musik im Zoo ist ja doch ungewöhnlich. Und da muss man sich auch an meinen Bassisten gewöhnen, mit den blauen Haaren, das ist ja auch ein bisschen schwierig. Aber ich finde, ich habe total... Danach habe ich Schnee gekriegt. Was hast du da gesagt? Mensch, gute Aktion und Ehrensache. Tina und ihr Bassist Thomas spielen und singen live. Thomas, endlich mal wieder was los im Zoo. Beim ersten Basston haben sie so zum Schreien angefangen, alle. Gebellt haben sie. Oh. Das war aber echt krass. Das hast du richtig gut, gell? Ja, und das war's, gell? So, aber alle auf einmal. Also ehrlich gesagt, hat es mich richtig krass berührt. Ich fand das toll. Also wie die zum Bellen angefangen haben, zum Schreien. Und wir müssen sagen, wir wurden von Sat.1 begleitet und von ATV. Das war, schau, jetzt geht's ab. Schau, wie sie kommen. Da hast du das erste Mal so geschaut, ob du gestimmt hast. Genau. Richtig. Schau mal, wie die schreien. Wie es abgeht, wie es abgeht. Ja. Schau mal, und jetzt holen sie alle im Platz. Und die einen sind ja alle darauf gerannt. Es ging voll ab. Siehst du? Hörst du bellen? Ja. Schon krass, ja, oder? Geil. Also wenn ich es mir jetzt anschaue, dann kommt alles wieder hoch. Wie in dem Moment, als wir da standen. Also ich weiß nicht, wie es dir ging, also, aber bei mir hat es schon was bewirkt. Ich habe das nicht erwartet, dass die so reagieren.
Schau mal, wie sie alle sitzen und tuscheln. Und die Barbara, die Chefin, hat ja auch gesagt, dass es, also wie sie das beobachtet hat, dass die Affen richtig gut drauf reagiert haben. Wir halten zusammen, lassen nichts an uns vorbei. Bald sind wir wieder frei. Seit 6 Monaten haben die Tiere keine Besucher. Und also ehrlich, Leute, ich würde jeden Tag gerne da reingehen und wiedersehen. Die Tiere geht es genauso wie uns. Uns Künstler, wir haben kein Publikum, die Tiere haben kein Publikum und deshalb haben wir uns heute gemeinsam begeistert. Ja. Tina Schüssler ist immer für eine Überraschung. Sie ist ein Ausdauer. Immer wieder kommt das Boxen. Kann nichts dafür. Bürgermeisterkandidatin und jetzt komisch. Du, Tommy, wollt mal Bürgermeisterin werden? Echt nicht. Du, Tommy, wollt mal Bürgermeisterin werden? Aber wir haben es nicht geschafft. Schade eigentlich. Aber na, ist ja gut, zum Beispiel, das wird man jetzt kein Musiker. Ja, das ist recht. Absolut das Highlight meiner Karriere. Also ich bin total verblüfft, dass die Tiere doch so extrem einen auch anschauen. Also die haben wirklich Augenkontakt, während wir spielen und singen. Ich fand jetzt, die blauen Haare passen gut. Ja, haben auch Bass. Das ist ein Publikum, das man sich Bass, der Bass, besser. Die so, musikalische Einlage. BBB. Und ab morgen Bass, Bass. Lauer Bass, Bass. So mussten wir es nicht sagen. Die Barbara hat alles für uns gezogen. Die Barbara ist schon gut. So, und dann machen wir bei den Ziehhunden, gell? Ja, die haben sich fürs Fressen interessiert. Ja, also da muss ich ganz ehrlich sagen, also die Ziehhunde hat sich das sind einfach die niederen Instinkte, ne, das was zum Fressen gibt. Also. Das ist wie bei dir, oder? Ja, du, also, lass sie auch alles stehen. Leute, sobald ich mit dem Essen komme und da einer vorbeizieht, weißt du, so, wenn so ein Currybusi vorbeifährt, wo ist der Tommy? Weg ist er, gell? Also da kann ich alleine dann singen, weil der passt. Den drückt er mir dann in die Hand und er geht zum Essen. So ist es doch. Wie bei den Ziehhunden. Nein, also da muss ich auch sagen, also da haben wir glaube ich so einen Soft aufgebaut. Also die Seehunde waren jetzt weniger. Das sind auch sehr total lustige Tiere. Also denen geht es auch gut. Also die hat das sind jetzt die anderen, das sind die anderen Seehunde. Die haben mal kurz geguckt. Ja. Das wollen wir jetzt wieder. Ja, haben sie sich doch angeschaut. Ja, das ist mir jetzt ganz so aufgefallen. Aber das Wetter war super, das war auch das erste Mal, dass du das Wetter da auch. Wo du reinspringen wolltest. Ja, du wolltest mir reinkicken. Na, hätte ich schon gerne gemacht. Ja. Also, dann wär's schon geil. Klar, gut gemacht. Sie hat das schon geil, so ein Flasch. Aber glaubst du, dass die Dinger mich fressen hätten? Ach, die Seehunde nett, oder? Ja, ein bisschen schon. Ich sag mal, so grobe Biss. Schlecht nett. Aber war gut. Das ist der Guido übrigens von Sat.1, der macht das auch ganz toll. Und die Liane, die haben uns begleitet. Nochmal herzliches Dankeschön. War cool. Und ATV war dabei. War auch schön. Ja. Die hatten aber auch super viel Spaß, gell? Also die fanden das auch sehr spektakulär, also weil keiner wusste ja wirklich, wie die Tiere reagieren. Genau, es war halt doch spannende Aktion insgesamt. Ja, das schon. Muss man schon sagen. Schon. Obwohl, die schauen doch. Ja, die, sagen, die haben geschaut, ne, aber so, ich weiß nicht, wie sie es dann unter Wasser. Du hattest ja die Idee, ob wir nicht unter Wasser singen sollen. Da habe ich gesagt, du Tina, ich bin ja Taucher, gell? Ich hätte ja da was. Wisst ihr nicht? Ja, die sind abgetaucht. Also, ich habe es ja nicht so gemacht. Die waren geil, schau mal. Ach, das waren die kleinen Äffchen, die haben die dann begleitet. Äffchen, ja. Da hatte ja einer die gleiche Frisur wie die. Doch, ja. Der hat. Der war aber auch total auf den Füßen. Ja, die Mandrillen, das waren blau, da waren wir auch bei den Mandrillen, das sind die Killeraffen. Also die haben ja ausgeschaut wie du, also da könntest du dich gut dazu gesellen. Ja. Das ist ja kein Killer. Aber geile Hose hast du an. Ja, die geile Hose jetzt. So, und die waren auch sehr geil. Oh mein, wie heißen die? Lemuren. Mein, die waren ja total süß. Das ist echt schön. Die haben mir ja ins Ohr geflüstert. Die haben gesagt, die Bassisten kannst du weglassen. Nein, also das muss ich jetzt vorweg sagen. Die Tiere sind alle auf den ersten Basston wirklich krass abgefahren. Also ich glaube, ich hätte gar nicht singen brauchen. Aber der Bass war wirklich ausschlaggebend.
Also ich sage das jetzt auch nur so, damit er jetzt weitermacht. Nee, also ganz echt. Na, also die, aber die waren ein bisschen auch so schöne Tiere. So schöne Tiere. Und das war so süß, Leute, wenn sie dabei gewesen wären, die haben sich so, während wir das Konzert gespielt haben, haben sie sich so da. Ich habe da so geiles Bild gemacht davon, ja, wo die zwei so und da sind. Und die saßen wirklich so wie in der ersten Reihe, so, hey, Leute, wenn das ein Konzert von Tina und Toppi. Ja. Das war so süß. Es war halt auch viel noch zu gut. Aber du wolltest unbedingt so haben. Ja. Ich habe gesagt, mach mir das alleine. Ich habe gesagt, nein, du, ich habe da die Connection. Wir brauchen da ein bisschen Fernsehen dabei. Ja, aber das war schon cool. Also ich habe zu dir gesagt, ich will im Zoo spielen. Ja, ich mache ja alles, was du sagst. Genau, und dann hast du gesagt, okay, nein, ich will im Zoo spielen. Ja, ich Tommy, ich habe das gemanagt. Aber dann spiele ich alleine im Zoo, dann eben ohne dich. Nee, war ja ganz nett. Wieder die Barbara. Ach, da waren schon die Leute, die haben jetzt gar nicht so Direktorin. Ey, der V war geil, oder? Der V war super. Der hat die gleiche Haarfarbe gehabt. Ja, aber der ist davon gelaufen. Die Vögel waren der Hammer, das war so laut da dort. Das war vor dem Elefantengehege. Ja, also. Genau, da müssen wir dazu sagen, also die Barbara meinte zuerst, dass die Elefanten wahrscheinlich gar nicht drauf reagieren und die Nashörner sowieso hat, die waren eigentlich gegenüber, das sieht man jetzt. Und dann redet er, der hat immer aufgehört, Leute, das ist jetzt ein Ausschnitt, aber der hat redet, die Schau. 10 Minuten, 12 Minuten, 15 Minuten, nicht der aufgehört hast mehr. Wer redet denn die ganze Zeit hier? Der war ja auf Toilette gegangen, dann hat sich total angeschaut und die Toilette war am Ende vom Zoo. Schau, ich stehe da, lass dich reden. Nee, hast du gut gemacht. Also, da, das ist es. Schaut euch das an. Hey, man hört es jetzt vielleicht, ne? Weil die Vögel so laut sind. Die haben richtig. Wir werden es nicht, weil du so viel redest. Warte mal. Absolut. Und die Barbara war total verblüfft, dass die so krass auf die Musik reagieren. Also die haben sich so gefreut, die haben dann Fußgruppen. Da sieht man das, wie sie sich am Rüssel halten. Schau, da haben wir echt was Gutes gemacht. Da haben wir echt was. Oh Gott, jetzt geht's los. Wir haben nichts getrunken. Wir sind immer so. Auch ohne Alkohol können wir lustig sein und ohne Drogen. Ja, nee, aber da haben wir. Also das hat mich auch schwer beeindruckt. Und auf der anderen Seite, genau hinter uns waren die Nashörner. Die lagen alle total stinkfaul auf der Wiese. Und die Barbara hat gesagt, die stehen nie auf. Also die bewegen sich null. Und die sind dann alle losgestürmt, gell? Und sind alle nach vorne gekommen. Ich weiß ja noch, was sie. Ja, da zeigst du rüber, wie sie herlaufen. Genau, schau mal. Sag mal, die sind ja richtig zugerannt auf uns. Und die Barbara konnte es gar nicht glauben, dass die alle da stehen. Die waren ganz weit hinten und standen dann alle da. Das sind auch mega Viecher. Wahnsinn, ein Gerät. So wie du. Mein Gerät. Stabil und massiv. Wo die da einmal verspringt hast, dass sie das eine Nacht schon gleich umgedreht hast. Das hat sie auch gesagt, oh, das war jetzt aber falsch und die macht Spaß. Tina, ich töte dich. Schau mal, wie wenn sie jetzt mittanzen würden, gell? Weißt du, das ist schon ein Fliege. Was hast du da gesagt? Ja, aber die sind auch echt blau, die Haare hier. Also, geil blau. Das sind die schönen Nashörner. Schau mal, Nashörner. Nashörner. Das sind die Hörner ja klein dagegen. Meine Güte. Es war schon eine geile Aktion.
Maskenpflicht wie im März. Eigentlich habe ich so also richtig Bock bekommen, selber mal wieder in Zoo zu gehen, ehrlich gesagt. Nein, mal wieder als Besucher hinzugehen und sich es einfach mal reinzuziehen und sich es anzuschauen. Also, ja, also mit meiner Tochter, solange sie noch Bock hat, glaube ich. Probieren wir es mal. Also es war absolut mega. Ich weiß noch nie da gewesen. Du bist ja der Oberstar im Vergleich zu mir, aber ich weiß ja nicht, ob das für dich jetzt gut war. Komm, hau dir auch noch eins auf die Birne. Wir hauen uns mal gegenseitig auf die Birne. Also, wie ihr seht, wir haben immer Spaß, sei es beim Boxen, sei es im Zoo, sei es mit unserer Musik. Wie geht's weiter? Also, ich fand das absolut wiederholenswert. Sollten wir nochmal machen. Ja, ich habe das schon ausgemacht. Wir spielen ein Konzert im Augsburger Zoo. Wir spielen ein Konzert im Augsburger Zoo. Termin wird bekannt gegeben. Jawohl, definitiv. Also. Ciao. Ciao. Schon wieder so in die Fresse. Da kann ich nicht schlagen. Soll ich keine Schuhe anziehen? Ohne Schuhe, oder? Du hast ja auch keine Hand, okay? Wir haben uns vorher noch eine Action gegeben. Wir haben ein bisschen Sparring gemacht. Wer war der Sieger? Da könnt ihr es euch schon denken, gell? Ja. Ich habe wieder ein bisschen auf die Mütze gekriegt. Ja, ein bisschen ist gut, hey. Das ist echt ein Cut. Ja, danke. Aber komm, also ich sag, du hast echt nicht mehr gut.